Es gibt Seminare, da stehen dem Professor die Haare zu Berge. Das liegt aber in diesem Fall nicht an den Studierenden, sondern an diesem sogenannten Multicopter. 18 Propeller sorgen hier für den nötigen Auftrieb und machen ordentlich Wind in diesem Mechatronik-Seminar. Ja, das ist der Traum vom Fliegen, den wir eigentlich haben, alle. Es ist also ein ganz typisches mechatronisches Projekt, in dem alle Komponenten drin vorkommen. Mechanik, Elektronik, Software, Hardware mit der Elektronik, Motorenansteuerung, Navigation. Mit diesem Modell testen wir die ganzen Mechanismen und erreichen dadurch einen sicheren Flug. So ganz von alleine fliegt der Multicopter allerdings noch nicht. Jeromin Schwenk hat zwar viel Erfahrung als Modellhubschrauberpilot, trotzdem muss er sich ganz schön konzentrieren, um den Multicopter unfallfrei durch unsere Aula zu steuern. Im Idealfall ist es einfach zu steuern. Idealfall heißt, wenn es sich um ein ausgereiftes Produkt handelt. Hier bei dem sind wir noch mitten in der Entwicklungsarbeit. Das heißt, wenn man denn am Steuer ist, muss man auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Es könnte immer passieren, dass die Maschine plötzlich doch was anderes macht, als man will. Und dann muss man entsprechend schnell reagieren. Deswegen rein vom Fliegen her ist es jetzt nicht so schwierig wie in einem richtigen Hubschrauber, aber man ist doch sehr angespannt noch. Heute läuft aber alles nach Plan. Kurz nach der Landung bespricht Jürgen Walter den Seminarablauf mit den Studierenden. Die können sich anschließend aussuchen, an welchen Aufgaben sie während des Semesters arbeiten wollen. Wir haben viele Studenten bereits daran entwickelt. Alle diese Entwicklungen sind festgehalten, sind dokumentiert und auf diese Dinge können die Studierenden zugreifen. Das heißt, die Studenten wissen ganz genau, ich kann da einen kleinen Baustein dazu beitragen, dass dieses Teil hier sicherer fliegt. Zu tun gibt es jedenfalls genug. Die Ausfallsicherheit der Motoren kann noch optimiert werden und auch im Bereich der Sensoren sind noch viele Fragen offen. Das ist genau das Richtige für Patrick Sauter. Er studiert Mechatronik im 7. Semester und er nutzt das Seminar, um sich schon mal an seine Abschlussarbeit ranzutasten. Man kann sich selber entwickeln, man kann ja auf die Mechanik gehen, man kann auf die Elektronik, auf die Software gehen, was man machen möchte. Und da kann man dann die Richtung vielleicht schon ein bisschen vordefinieren, schon Erfahrung sammeln, dann für die Bachelor-Thesis. Ich möchte was mit Software und Elektronik zu tun haben, dass man ein elektronisches Signal einliest, dass man das verarbeitet, in Mikrocontroller oder Ähnliches vielleicht abspeichert und dann einfach gewisser wieder was ausgibt, einfach einen Aktor bewegt oder Ähnliches. Mit dieser Art von Signalverarbeitung beschäftigt sich auch Jan Zwiener. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Karlsruhe und er promoviert parallel an der TU Darmstadt. Und mein Thema ist eben Navigation und Steuerung von Multicoptern und auch bemannten Koptern. Also die Fragestellungen sind eben, was muss man tun, um mit solchen Koptern wirklich danach fliegen zu können, auch sicher fliegen vor allem. Ja, das heißt redundante Systeme, Ausfallsicherheit, Softwarequalität, das sind ja alles so Fragestellungen, die ich da behandle. Irgendwann könnte so ein Multicopter also auch mal Personen transportieren. Aber dazu müsste man ihn erstmal von der Leine lassen. Im Moment bekommt er nämlich seinen Strom durch die feste Kabelverbindung. Deswegen ist das ein sogenannter Fesselflug. Den haben wir auch erlaubt bekommen vom Regierungspräsidium, dass wenn wir einen Fesselflug machen, dass wir auch in der Nähe der Hochschule fliegen können, weil es eben wesentlich sicherer ist. Sobald die Leitung abgeschaltet wird, fällt das Teil auch runter in einem geschützten Bereich. Das ist bisher zum Glück noch nicht vorgekommen. Und damit das auch so bleibt, wird der Multicopter kräftig weiterentwickelt.